LinkedIn-Ads sind furchtbar, furchtbar teuer, aber Unternehmen können nicht auf sie verzichten. Heute schauen wir uns an, wie das mit kleinem Budget auch funktionieren kann. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Social Werbung. Heute sprechen wir über ein Thema, das aus der Community häufiger kam, nämlich LinkedIn und die Budgetfrage. Was ist denn ein kleines Budget? Womit kann ich denn anfangen, auf LinkedIn zu werben? Und heute habe ich mir eine Frau eingeladen, die das nicht nur weiß und die damit jeden Tag arbeitet. Die liebe Paula ist zu Gast. Und liebe Paula, stell dich doch mal kurz vor für alle, die dich eventuell tatsächlich noch nie kennengelernt haben. Ich denke mal, das ist gar nicht so unwahrscheinlich. Danke erstmal, Sandra, für die Einladung. Ich freue mich total, dabei zu sein. Ich finde auch ein super spannendes Thema, was du hier im Podcast, den Raum gibst, und freue mich total auf das Gespräch heute. Und ja, wie du schon gesagt hast, ich bin Paula und ich führe mit meinem Partner zusammen eine B2B-Marketing-Agentur und Beratung, spezialisiert vor allem auf LinkedIn und LinkedIn-Kampagnen. Das ist schon so das Herzstück des Marketings und des Funnels, den wir aufbauen. Aber machen auch noch Performance-Content auch noch drumherum, sodass es einfach auch noch angereichert wird mit Content-Marketing, weil das ist auch immer ein sehr spannender und wichtiger Part. Die Kombination aus beidem, die macht es meistens aus. Ja, und ansonsten, ich wohne in Wien seit 2,5 Jahren, bin aber eigentlich Fischkopf, komme aus Hamburg und ja, bin aber Wahlwienerin, fühle mich hier super wohl. Und ich glaube, das sind erstmal die wichtigsten Fakten. Ach, wundervoll. Ich finde es immer so schön. Ich bin Österreicherin und man hört es nicht so stark. Ich lebe in München, ne? Also so gesehen ist auch da immer so ein bisschen persönlicher Anteil im Podcast ganz nett, finde ich. Vor allem, weil eure Geschichte, finde ich, total cool ist, weil ihr ja gesagt habt, genau wie du gerade eingeleitet hast, wir machen fokussiert nur LinkedIn und da wirklich LinkedIn Performance. Und in der Recherche sind wir drauf gekommen, dass wir sehr, sehr viele spannende Case Studies bei euch gesehen haben. Und mein Start ist wirklich das, was die Community mitbringt, immer wieder, was ich an E-Mails kriege, wo dann drinnen steht: Sandra, mit welchem Budget kann ich als Werkzeugunternehmer, also als werkzeugherstellendes Unternehmen oder als Dienstleisterin denn loslegen mit LinkedIn-Ads? Ich würde gerne mal diese ganz offene Frage an dich geben und würde sagen, bitte führ uns doch mal durch diesen Startpunkt. Ja, das ist natürlich eine sehr generelle Frage erstmal. Und wenn ich sie so generell bekomme, dann würde ich erstmal pauschal sagen, unser Richtwert, den wir da immer gerne anwenden, sind so 100 Euro Tagesbudget und das dann mindestens mal für 3 Monate, um dann auch wirklich rauszufinden, funktioniert LinkedIn für uns? Geht das in die richtige Richtung? Oder macht das alles hier gar keinen Sinn? Ist unsere Zielgruppe nicht unterwegs? Aber solche Sachen kann man idealerweise auch schon vorher rausfinden. Aber ja, also dementsprechend so 3.000 Euro im Monat und idealerweise für 3 Monate. Das ist immer schon ganz gut, dass man das so einplant. Weil was ganz häufig einer der größten Fehler ist bei LinkedIn, dass man einfach mal 2 Wochen lang eine Kampagne, ein bisschen Geld draufschmeißt, einfach mal was testet und die nicht anläuft und man dann sagt, okay, LinkedIn funktioniert für uns nicht. Und das akzeptiere ich nicht. weil LinkedIn ist halt nicht Facebook. LinkedIn funktioniert anders und da muss man vielleicht ein paar Sachen am Anfang ausprobieren. Und deshalb sage ich immer, nehmt euch wirklich einmal die Zeit, diese 3 Monate und auch ein paar Sachen zu testen, bevor ihr für euch feststellt, es funktioniert nicht oder es ist zu teuer für euch. Aber nach 2 Wochen kann man das in der Regel noch nicht beurteilen. 2 Wochen sind ein Test von vielen quasi, die man über 3 Monate hinweg machen soll. Versteht ihr es richtig? Ja, genau. Also beziehungsweise LinkedIn ist auch noch ein bisschen langsamer. Also zum Beispiel Google Ads und ich glaube auch Facebook Ads, da bin ich ehrlich gesagt jetzt nicht die Spezialistin drin, aber ich meine, da kannst du relativ schnell erkennen, nach 2-3 Tagen, okay, läuft gut an oder nicht, schalte ich ab oder schmeiß mehr Budget drauf. Und bei LinkedIn, da arbeiten wir immer in Wochensprints. Also wir lassen jede Kampagne mindestens 1 Woche laufen und fangen dann erst an, erste Justierungen zu machen, weil einfach da der Algorithmus manchmal ein bisschen länger braucht, bis da überhaupt, also manchmal fängt sie nicht so gut an, die ersten 2 Tage, und dann auf einmal geht sie total bergauf. Und dann wäre es halt schade gewesen, wenn ich nach ersten 2 Tagen direkt gesagt hätte, okay, macht keinen Sinn. Und das meine ich damit, dass LinkedIn da einfach noch so ein bisschen vom Algorithmus her und von den Einstellungen her braucht manchmal noch ein bisschen länger. Und daher sollte man dem Ganzen dann auch immer ein bisschen mehr Zeit geben, ja.
Ich finde es einen sehr schlauen Tipp, denn auch eine der Themen, die ich immer wieder habe mit ja, wir haben leider nur 1000 Euro und dann wollen wir in einer Woche, in einer Kampagne möglichst viel heraustesten und irgendwann stellt man fest, das geht gar nicht, weil wie du eben sagst, der Algo bei LinkedIn ist nicht flott genug. Und jetzt müssen wir natürlich darüber sprechen, was sollten wir testen, wenn wir gerade Werbeanzeigen auf LinkedIn mit kleinem Budget machen wollen. Jetzt ist natürlich die Frage, kommt ja aufs Unternehmen per se an, ne? Wie viel Budget wir brauchen, meinst du? Oder? Oder auch welche Inhalte wir eigentlich bewerben wollen. Ja, Inhalte ist ein super spannender Bereich, komplett. Extrem wichtig auch. Ich würde auch sagen, noch wichtiger auf jeden Fall als bei Google Ads und wahrscheinlich auch noch mal ein anderes Thema als bei Facebook und Meta-Ads grundsätzlich. Aber was natürlich die Inhalte angeht, gerade also erstmal, ich würde fast sagen, wir fangen noch mal ganz kurz bei der Zielgruppe an, bevor wir auf die Inhalte gehen, weil Zielgruppe, wann macht LinkedIn Ads überhaupt für mich Sinn? Macht natürlich nicht für jeden Sinn. Und wenn, ich sag mal, du eine Zielgruppe hast, die sehr breit ist, die sozusagen irgendein B2C-Produkt, was quasi jeder braucht, wie einen Duschkopf oder sowas, würde ich sagen, ist jetzt vielleicht nicht die perfekte Plattform LinkedIn für dich. Weil es ist schon was dran, dass LinkedIn grundsätzlich ein bisschen teurer ist vom Budget her. Allerdings, wenn du eine B2B-Zielgruppe hast und ganz klar targetieren willst, bestimmte Abteilungen, bestimmte Unternehmensgrößen, bestimmte Branchen, ganz bestimmte Entscheidergruppen, da gibt es eigentlich keine Plattform sonst außer LinkedIn, wo du das so schön klar targetieren kannst. Und daher hast du am Ende, haben wir teilweise eine nahezu 100%ige Lead-Qualität bei unseren Kampagnen, wenn du halt genau vorher auswählst, welche Zielgruppe du erreichen willst. Wenn du jetzt allerdings sagst, du willst irgendwie, hast irgendwie ein Produkt vielleicht auch, was jetzt zum Beispiel nur für Frauen ist, aber dann irgendwie für alle Frauen, dann würde ich sagen, bist wahrscheinlich günstiger, wenn du dann über Meta-Ads gehst. Weil da brauchst du halt diese Spezialisierung nicht. Weil da bringt es dir dann nichts, dass du vielleicht dann irgendwie nur die CEOs erreichen kannst oder nur Frauen, die in Unternehmen sitzen ab 500 Mitarbeitern, wenn du sagst, ich brauche die alle nicht. Und das ist schon mal ein großer Faktor. Aber wenn du diese CEOs erreichen willst in Unternehmen ab 500 Mitarbeiter und die dann bei Meta targetierst, da wirst du sehr wahrscheinlich größere Streuverluste haben, weil du diese Einstellung ja nicht eingeben kannst dort. Und da musst du mehr über die Inhalte gehen und wirst aber automatisch auch bei deinen Leads wahrscheinlich viele dazwischen haben, die dann nicht passen. Und somit, wenn du es dann auf die qualifizierten Leads runterbrichst, bist du bei solchen Zielgruppen meistens bei LinkedIn am Ende dann günstiger. Das ist sehr, sehr spannend, weil ich hatte auch noch eine Frage zum Thema Zielgruppe generell, weil wenn man jetzt zum Beispiel annimmt, okay, wir sind für ein Event, wo lauter Unternehmerinnen oder nur Unternehmer sein sollen, weil manche Business-Clubs sind so organisiert, ne? Wenn man da quasi unterstützen soll mit Werbeanzeigen, dann würde ich auch immer sagen, geht zu LinkedIn. Aber ich finde es natürlich noch mega spannend, dass du sagst, ich kann natürlich dort auch sehr, sehr genau noch reingehen in die einzelne Granularität wirklich. Und das ist ja wirklich eine besondere Nummer. Wie groß findest du, sollte eine Zielgruppe sein, gerade wenn ich jetzt nicht mit großem Budget um mich werfe? Also wenn man wirklich mit der kalten Audience startet und auch erstmal loslegt und vielleicht auch am Anfang ein bisschen testen möchte, ist immer so 100.000 ist eigentlich immer eine schöne Zielgröße. So 80.000 bis 200.000, so in dem Dreh, sage ich mal, damit so zu starten. Und dann kann man da halt die ersten Tests machen. Und das ist ja auch das Schöne, dann siehst du in den demografischen Daten relativ schnell, welche Zielgruppen dann wirklich auch am meisten mit deinen Ads interagieren. Und entweder stellst du dann fest, da interagieren irgendwie Leute, wo du sagst, oh, die wollte ich jetzt gar nicht so viel haben, dann kannst du sie noch ausschließen. Oder du findest heraus, dass da irgendwie eine Zielgruppe mit deinen Ads interagiert, die du noch gar nicht auf dem Zettel hattest und dann aber sagst, oh ja, eigentlich ganz spannend, vielleicht sollte ich meine Ads nochmal auf die nochmal ein bisschen mehr anpassen und die noch mehr ansprechen. Also das ist auf jeden Fall immer schon mal ganz spannend. Und so dann einfach nochmal sich ranzutesten und dann im Retargeting später oder auch in einer weiteren Phase unten kann man dann auch gut
Mal mit kleineren Fokuszielgruppen von, ja, ich sag mal 30.000 oder so arbeiten, aber zum Starten 100, 200.000 sind schon immer ganz gut, ja. Ich finde es sehr, sehr spannend, was du erzählst, denn das ist ja eine Strategie, dass ich sage, erstmal gehe ich breiter rein, mache eine Zielgruppe mit 200.000 und gehe dann eben granularer runter. Ich musste jetzt richtig schmunzeln, als du gesagt hast, dann stelle ich fest, dass ich nicht die richtigen angesprochen habe. Wir hatten kürzlich genau so einen Fall, wo wir auch mit einer sehr großen Zielgruppe reingegangen waren und dann festgestellt haben, Leute aus der Fertigung und Fertigungstechnik, die wir ansprechen wollten, die sehen es gar nicht. Die sind da gar nicht so stark vertreten, sondern es sind andere Leute, ja, so aus der Forschung und Entwicklung und so, wo wir dann festgestellt haben, okay, wir müssen alles umstellen. Aber wie du eben sagst, es ist dieser Breakdown, der LinkedIn wirklich sehr gut gelungen ist, muss ich sagen, der da wirklich einen großen, großen Mehrwert bietet. Aber wenn ihr dann auf 30.000, also Leute in der kleineren Zielgruppe runtergeht, dann steigt natürlich wieder der Preis. Und dann höre ich schon wieder das große Gejammer im Hintergrund. Ah, es kostet so viel. Es ist so teuer. Jein, also wenn, ich sag mal, wenn du vorher deine Hausaufgaben machst, wir bauen halt wirklich gerne diesen Funnel so auf, ne? Dass wir oben breit starten und das ist sozusagen unsere Awareness-Phase und da gehen wir auch noch nicht in die Lead-Gen-Phase. Also da sagen wir noch nicht, hier ladet euch was runter, hier gibt es einen Download, sondern das ist wirklich zum Testen und eine der wichtigsten Metriken in diesem Fall ist die Engagement Rate, dass wir schauen, interagiert die Zielgruppe mit den Ads dort und wenn wir da feststellen und da einfach auch mal unterschiedliche Ansprachewinkel zu testen, wenn wir da feststellen, okay, diese Zielgruppe interagiert mit diesem Ansprachewinkel am besten und wir dann da einfach schon super viel über unsere Zielgruppe lernen konnten und daraufhin vielleicht dann auch unser Download-PDF anpassen, dass wir dann irgendwie eine coole Checkliste machen, wo wir sagen, ja, weil Sie haben genau diesen Trigger hier. Da merken Sie die ganze Zeit, das triggert Sie, damit können Sie sich identifizieren. Da brauchen wir jetzt irgendwie eine Checkliste mit Hilfestellung und dazu dann direkt die Lead-Gen-Phase starten und diesen Leuten dann genau dazu irgendwie eine Checkliste, einen Leitfaden geben, der ihnen auch weiterhilft. Dann wird es meistens eher günstiger, als wenn man halt direkt sagt, irgendwie, ey, große Zielgruppe, komm, wir haben hier unseren Report, unser White Paper, das ist auch so ein Thema. White Paper würde ich immer vermeiden. Da hat keiner mehr Bock drauf. Das ist einfach, egal wie gut es ist am Ende, wenn der White Paper steht, sagen die Leute, ey, komm, lass mich in Ruhe, das ist viel zu lang und zu groß und keine Lust drauf. Aber dann weißt du noch gar nicht, ob die Leute es brauchen und dementsprechend kann es dann auch teurer werden, auch wenn es die größere Zielgruppe ist. Sehr schlau. Das heißt, ihr macht im ersten Schritt in der Awareness-Phase ein bisschen so einen Ankle-Test und guckt euch an, welche Ansprachen oder welche Problemstellungen halt auch sind am relevantesten. Jetzt muss ich ein bisschen eine technische Frage stellen. Wie viele Angles testet ihr denn so, wenn ihr so einen Kunden habt, der 3 Monate bei euch landet und sagt, ja, okay, lasst uns das ausprobieren? Wir starten schon meistens mit Zweien, aber um zu diesen Zweien zu kommen, da machen wir wirklich auch erstmal uns eine richtige Strategie. Also es ist auch nicht so, ach komm, lass mal überlegen, das und das könnten sie sein, sondern wir setzen uns da wirklich sehr intensiv zusammen und überlegen nochmal, hey, dein wirklich absoluter Lieblingskunde, wenn der jetzt abends auf dem Bier in einer Bar sitzt und seinem Kumpel erzählt, boah, stell dir vor, bei der Arbeit, ich müsste nie wieder das und das tun. Oder endlich habe ich das. Also wirklich die Bedürfnisse deiner Kunden, die du vor allem auch lösen kannst. Und da dann reinzugehen, also das ist eigentlich schon so, geht schon sehr tief in das psychologische Copywriting. Und damit fangen wir schon in der Strategie an, um da halt wirklich rauszukitzeln, was sind so, das sind dann natürlich erstmal Hypothesen, beziehungsweise was richtig gut ist, wenn du jemanden aus dem Sales dabei hast, weil die kennen meistens die echten Wordings ihrer Kunden, die echten Vorwände und Einwände, wenn sie mit denen telefonieren und dann die Kunden am Telefon sagen, oh nee, das kenne ich, das funktioniert eh nicht, weil oder so, ne? Und solche ganzen Sachen, dass wir mit solchen Glaubenssätzen dann auch rausgehen und einfach eine fette Plakat-Ad machen. Also Plakat-Ad ist quasi einfach nur ein ganz plainer Hintergrund und ein Satz da drauf. Und der fällt einfach auf, du hörst auf zu scrollen, guckst es an und identifizierst dich sofort damit, denkst, ja, bin ich, ja, genau das denke ich. Und dann fängst du an, weiterzulesen. Und deshalb, Plakat-Ads sind super gut, um diese Angles auszutesten.
weil die sehr klar, sehr plain sind und du sehr schnell gegeneinander herausfindest, was kommt dir besser an, worauf reagieren die Leute mehr. Also wirklich einfach so diese Trigger-Momente erstmal rauszukitzeln. Und genau, da gehen wir meistens mit zwei raus. Und ja, meistens auch so ein bisschen hinzu, weg von Bedürfnis, also oder Regen- oder Sonnensituation, sagt man ja auch gerne, ne? Ob man, und da muss man einfach sagen, so sind wir Menschen einfach gepolt. Es ist einfach meistens so, dass wir mehr auf das Negative reagieren und uns davon einfach mehr triggern lassen, ne? Aber manchmal kann es auch andersrum sein. Da hast du recht. Es fällt mir auch aber auf, dass das auch bei uns eigentlich durch die Bank die Problemaufzählung eigentlich immer stärker funktioniert. Also, ja. Ich weiß auch nicht, was da los ist bei uns. Aber ich kann sagen, ich habe Kunden in Italien, auch dort ist es so. Es ist so. Ich bin Menschen halt, ne? Aber ich finde es super spannend, dass du sagst, Plakat-Ads, also wirklich nicht viel Gestaltungs-Blabla. Jetzt muss ich natürlich noch eine Frage stellen. Logo auf die Werbeanzeige oder nicht? Schöne Frage, ja. Das ganze Thema Branding ist natürlich, also kennen wir auch sehr von unseren Kunden, dass immer so, ja, unser Branding muss mit drauf und auf jeden Fall überall erkennbar sein. Und kann ich total verstehen, bin ich auch total dabei, dass man sagt, hey, wir brauchen einen Wiedererkennungswert. In der Awareness-Phase, wenn die Kunden dich noch, also wenn es eine kalte Audience ist, die dich noch gar nicht kennt, die vielleicht noch nicht mal das Problem kennt, was du lösen kannst, sondern wir wollen erstmal sie triggern, da versuchen wir immer aufs Logo zu verzichten. Da arbeiten wir dann lieber trotzdem einfach mit Branding-Farben. Wir können die Farben nutzen, wir können auch die Fonts nutzen, wenn die jetzt nicht sehr verschnörkelt ist, dass man sie nicht lesen kann. Aber da können wir schon so mit dem Branding-Design arbeiten, aber versuchen da erstmal meistens noch aufs Logo zu verzichten, weil es einfach besser funktioniert, wenn das Creative nicht gleich aussieht wie so eine krasse Werbung. Und wir wollen ja auch im Feed auffallen, weil die einzige Aufgabe, die so ein Creative hat, ist ein Scrollstopper. Also, dass die Leute stoppen im Feed. Und der ganze Rest drumherum kann noch so gut sein und dein Produkt kann auch noch so gut sein für die Zielgruppe. Die werden es gar nicht mitbekommen, weil sie einfach nur beim Durchscrollen denken, oh, wieder so eine glattpolierte, langweilige Werbung und weiter. Aber wenn da irgendwas ist, und das kann so ein plaines Ding sein, wo direkt der Satz reinfällt, aber es kann auch genau das Gegenteil sein. Also womit wir zum Beispiel auch total gerne arbeiten, sind Comics. Machen wir einfach so teilen das Bild in vier kleine Bilder. Ja. Und machen da so eine kleine Story draus. Einfach so eine Alltagssituation, genau nämlich das, womit die Leute dann strugglen. Und so ein Comic, so ein bisschen selbstgemalt, der fällt natürlich auch erstmal auf. Die Leute stoppen erstmal, bleiben stehen, lesen es sich durch. Du hast Entertainment und im Nachhinein denken sie, ah ja, kenne ich. Und das Spannende ist, gerade bei Comics ist darunter immer so viel Interaktion. Die Leute schreiben teilweise die Comics weiter in den Kommentaren, weil sie das irgendwie so cool finden. Und natürlich diese Dwell-Time, also die Leute, die dann lange da drauf bleiben, ist natürlich wieder sehr gut für den Algorithmus. Und somit sinkt wieder der Preis deiner Anzeige. Also, wir notieren uns, macht Comics, macht auffällige Dinge. Wir hatten neulich ein Post-it, etwas, was wir von Instagram eigentlich übernommen haben. Auf Instagram haben wir auch immer wieder so gelbe, typische gelbe Post-its, wo wir halt dann einen Satz draufschreiben. Und das funktioniert halt auch immer, ne? Genau das Gleiche. Auch cool, ja. Wir schreiben dann auch drunter so, ja, genau so ein Post-it habe ich auch bei mir. Also, wir hatten eben da neulich eins, wo ich mir dachte so, krass, dass es funktioniert. Ja. Leute. Ja. Generell würde ich aber gerne noch mal zum Thema, was soll ich bewerben, mit dir sprechen, weil ich weiß, dass ihr da einen riesen, riesen Erfahrungsschatz habt, weil ich habe natürlich ein bisschen auf eurer Webseite geguckt, da sieht man ganz viele Beispiele und auch Fälle, wo ich mir dachte, wow, da ist einfach sehr gut mit dem Thema Inhalt umgegangen worden, weil die Leute einfach gar nicht wussten, dass man eine Geschichte so erzählen kann, wie du gerade erzählst mit den Comics, ne? Oder weil gar nicht klar war, dass, wie soll ich sagen, dass man das auch so lösen kann. Also ohne jetzt natürlich Namen zu nennen, ne? Aber ich fand es sehr, sehr beeindruckend und ich würde gerne wissen, wie ihr an eure Inhalte herangeht. Also ihr habt die ersten Plakat-Ads gemacht, ihr habt rausgefunden, wo der Pain ist, denke ich meist. Und dann macht ihr meist einen Schritt weiter. Ich wette, ihr macht nicht nur Comics, sondern ihr macht auch ganz viele andere Inhalte, die ihr als Werbeanzeigen ausspielt. Was könnte da so ein Beispiel sein? Noch auf die Creatives bezogen? Ja, oder? Creatives bezogen, ja.
Ich weiß nicht, ob du gerade auf was Konkretes hinaus möchtest. Also Nein, überhaupt nicht. womit wir zum Beispiel auch gerne arbeiten, sind ja gerade in aller Munde natürlich AI Creatives. Ist auch immer eine schöne Alternative zu diesen klassischen Stockbildern, die halt auch nicht mehr auffallen im Feed. Und mit den AI Creatives, gerade so mit Midjourney oder so, kannst du ja auch echt mittlerweile richtig coole Sachen machen und auch viel individualisierbarer, ne? Also, dass du halt bei Stockbildern musst du halt schon immer gucken, musst das nehmen, was du dann findest, und das sieht dann auch immer sehr stockig aus, sage ich mal, und fällt dann halt nicht mehr auf. Aber bei AI Creatives kannst du natürlich dann viele, wenn du dich da so ein bisschen auskennst mit dem ganzen Prompt Engineering, kannst du da schon echt richtig coole Sachen erstellen, die sehr individuell auf dein Thema, auf die Situation eingehen und kannst sie vielleicht auch sonst immer noch mal spicken mit Photoshop, dann mit Sachen, die vielleicht dann nicht über AI Creative Prompts möglich waren, sozusagen diese Das finde Kombination. ich clever. Das heißt, ich mache mir ein AI Creative und sage, ja, da hinten machen wir dann noch unser Produkt rein oder da Genau. hinten, das machen wir dann so, dass es quasi vor unserem Hochhaus ist oder so. Ah, das ist eine gute Idee, weil ich kenne halt AI Creatives, wo die Leute sagen, es muss auf Knopfdruck perfekt rauskommen. Und ich mir immer denke, das ist manchmal schwierig. Ja, genau, vor allem, also man sollte natürlich darauf achten, dass da jetzt irgendwie nicht sechs Finger an einer Hand sind oder so, ne? Diese klassischen Sachen, die du dann halt schnell mal hast. Aber was zum Beispiel ein gutes Beispiel war, wir hatten einen Kunden, da haben wir eine ABM-Kampagne gemacht, also eine Account-Based-Marketing-Kampagne, nur auf den Account BMW. Die wollten nur BMW-Mitarbeiter aus einer bestimmten Abteilung erreichen. Und dann haben wir AI Creatives erstellt und haben halt auch gesagt, hey, mach hier mal so ein Auto hin, wie ein BMW, ohne dass man sieht offiziell, dass es ein BMW ist. Und es war dann halt komplett so ein richtiges BMW-Design-Auto, aber war halt nicht vorne dieses Logo drauf, ne? Und sowas zum Beispiel, dass dann die Leute gleich sehen, aha, guck mal, sieht ja aus irgendwie wie die Autos, die wir hier verkaufen. Aber es ist halt nicht so in your face, so ganz plakativ, ne? Und mit solchen Sachen kann man da irgendwie sehr schön arbeiten bei AR Creatives auf jeden Fall. Ich finde es eine clevere Idee zu sagen, hey, wir wissen ganz genau, wen wir erwischen wollen und sprechen genau diese Sprache. Das würde ich mir eigentlich bei ganz vielen Ads da draußen wünschen. Was ist denn aktuell dein liebstes Beispiel, dein liebstes Erfolgsbeispiel, wenn du über LinkedIn-Ads mit relativ kleinen Budgets erzählst? Was eine richtig schöne Möglichkeit ist und sogar noch weit unter diesen 100 € Tagesbudget, was ich am Anfang gesagt habe, so als kleinen Start, gerade wenn man auch so ein bisschen seine Personal Brand mit im Spiel hat, sind Thought Leader Ads. Die hat LinkedIn letztes Jahr erst ausgerollt, die gibt es noch gar nicht so lange. Und das ist einfach eine super schöne Möglichkeit, die man auch unabhängig, sag ich mal, von allen anderen Kampagnen laufen lassen kann, um seine originalen, organischen Beiträge zu pushen. Also normalerweise kennen wir das ja, wenn eine LinkedIn-Anzeige zu sehen ist, dann ist oben immer der Firmenaccount zu lesen und das Firmenlogo und die Thought Leader Ads, die schaltest du auch ganz normal über deinen Ads-Account, aber dann nimmst du dann einen organischen Post von dir, von einer echten Person, die muss einmal verknüpft sein mit dem Firmenaccount und dann kann man das mit jeder Person machen und die stellst du dann nochmal als Ad rein. Und so, wenn sie im Feed auftaucht, sieht man halt dann dein Foto und deinen Namen. Und natürlich steht genauso wie auch bei deinen anderen Anzeigen unten klein Anzeiger, besteht sehr klein und die meisten realisieren es nicht. Und wenn du draufklickst, kommst du auch auf den originalen Post. Also es ist dann halt wirklich nochmal so diese Inhalte, deshalb auch Thought Leader, ne? Du kannst dich da halt nochmal sehr schön positionieren, wenn du gute Posts hast, die sowieso schon gut liefen, wo du auch willst, dass deine Zielgruppe das auf jeden Fall sieht. Weil da ist dann nämlich wieder der Vorteil, beim organischen Post normalerweise bist du ja abhängig von deinem Netzwerk. Wer folgt dir, wem folgst du? Und in der Regel nur diese Leute sehen die Posts, beziehungsweise noch die Kontakte der Kontakte manchmal so, ne? Je nachdem, wie erfolgreich er gerade wird. Auch davon bist du dann abhängig. Mal gucken, wie erfolgreich er wird, wie viele Leute ihn sehen. Manchmal steckst du so viel Arbeit rein und dann sehen ihn irgendwie nicht so viele und Oh das ist Gott, dann immer ja. so traurig. Und mit diesen Anzeigen kannst du dann halt, genau wie bei jeder anderen Kampagne, genau einstellen, welche Zielgruppe willst du erreichen, die diesen Post sieht. Und genau, und dann natürlich auch das Budget anpassen. Und da kannst du halt zum Beispiel auch mit, ja, sage ich mal, 15, 20 € Tagesbudget einfach starten.
Wichtig ist natürlich immer vorher sich zu überlegen, was ist denn das Ziel? Ne? Wenn ich jetzt Geld bei LinkedIn reinstecke, am Ende will man Kunden daraus gewinnen. Aber wenn du jetzt wirklich einen Funnel haben willst, wo du erstmal Leads generierst, wo du E-Mail-Adressen bekommst, die du dann nurturen kannst, wo du dann am Ende dann auch im Retargeting die Leute wirklich auf dein Produkt hinweisen kannst, dann wirklich das erste Thema angehen, also wirklich 100 Euro Tagesbudget Minimum. Wenn du aber sagst, hey, ich will einfach so ein bisschen Awareness, ich will mich als Thought Leader positionieren, ich will, dass noch mehr Leute wirklich mich und meine wertvollen Inhalte sehen, woraus natürlich auch am Ende Kunden entstehen können, aber natürlich jetzt nicht so planbar, dann können die Thought Leader Ads eine sehr, sehr schöne Möglichkeit sein. Ich finde Thought Leader Ads großartig und vielen Dank, dass du es nochmal aufbringst zum Budget. Wir haben übrigens eine Folge zum Thema Thought Leader Ads, sehr cool. Die wir euch gerne verlinken, weil mir das auch sehr, sehr wichtig war. Da haben wir einen Kollegen zu Gast, der das nochmal ganz, ganz großartig erklärt. Das ist der Patrick, der das wirklich ganz wunderbar nochmal dargelegt hat, wie man eben genau diesen Trick mit, oh, jetzt verlinke ich hier die Paula im Unternehmen und dann kann sie eben als Thought Leader absetzen, die wir dann bewerben können. Ich finde es eine ganz, ganz interessante Geschichte, dass du sagst, Leute, probiert es auch mit kleineren Budgets. Ich habe bei Thought Leader Ads im Moment sehr, sehr, ich sag mal, mixed Feedback, weil die einen sagen, die sind der Hammer und die anderen sagen, funktioniert gar nicht für uns. Mhm. Ich persönlich glaube, es hängt einfach am Inhalt, ob das da halt irgendwie in der Zielgruppe auch resoniert, was man schreibt. Und, am Inhalt, aber wahrscheinlich auch wirklich an den Erwartungen. Weil wenn sie sagen, es funktioniert nicht, vielleicht erwarten sie genau das, dass dann die Leute anklopfen und sagen, hey, ich will kaufen. Und das passiert da halt nicht. Also zumindest nicht direkt. Ne? Und das muss man sich da halt einfach bewusst machen. Es ist einfach nochmal ein schönes Awareness-Branding-Thema, aber eben nicht, dass die Leute dann auf Knopfdruck kaufen. Und das ist halt ein Thema. Ah, aber einen anderen Punkt noch, den ich auch sehr empfehlen kann, sind Predictive Audience. Ich weiß nicht, ob ihr damit auch schon irgendwie zu tun habt. Ja, weil dazu gibt es eine Folge von mir. Ich habe kürzlich eine Folge aufgenommen zum Thema Predictive Audience. Erzähl uns, was macht ihr mit Predictive Audiences? Es ist ja auch noch gar nicht so lange am Start jetzt von LinkedIn. Und da ist halt das Schöne, dass es ist so ein bisschen wie so eine Lookalike-Audience, ne? Nur dass sie halt wirklich KI generiert wird. Und LinkedIn sieht, okay, diese Leute, die interagieren mit den Ads und davon werde ich jetzt noch mehr raussuchen. Und da muss man sagen, ist der Algorithmus und die KI wirklich richtig, richtig gut. Also wir haben das jetzt schon bei unterschiedlichen Kunden in unterschiedlichen Kampagnen getestet, einfach noch eine zweite Lead-Gen-Kampagne geschaltet mit Predictive Audience und die performt quasi immer die Hauptkampagne aus. Also die laufen echt gut und die Qualität bestätigen uns wirklich alle unsere Kunden. Die Qualität der Leads ist wirklich der Hammer. Also das ist halt immer mit dieser Lookalike-Audience so, ja, okay, kannst Glück haben, kannst auch nicht so viel Glück haben. Und da muss man echt sagen, da merkt man schon langsam, wie so dieser ganze KI und Algorithmus immer besser wird. Also ich muss sagen, wir haben es gerade auch in einem Test laufen und ich bin ganz, ganz gespannt. Aktuell sind die Lookalikes noch, also es sind Käufer-Lookalikes, die wir da haben, sind noch einen Tacken schärfer oder noch einen Tacken schneller, dass wir die dann auch zum Konvertieren kriegen. Aber das, wie du richtig sagst, hängt total am Produkt. Das ist ja auch so eine Sache. Ich glaube häufig, wenn Unternehmen sagen, was können wir denn mit kleinem Budget auf LinkedIn machen, dann sehen wir, dass oft das verkehrte Produkt ausgewählt wird. Mhm. Ich glaube, Agenturen sind da auch ein bisschen in der Pflicht zu sagen, ich weiß nicht, ob du sofort dein x-tausend Euro Robot da verkaufen kannst. Lass uns vielleicht mal gucken, ob wir mal eine Beratung reinschieben. Deshalb fand ich das so schön, dass du gesagt hast, Leute, geht erstmal in eine Awareness-Phase und dann macht ihr erst euren Lead-Magneten, dass die Leute kommen, weil das für mich ist es genau das Thema, das wir jeden Tag hören, wenn es heißt, ja, wir haben nicht mega viel Budget, aber wir wollen gerne was rausholen. Ja, aber guter Punkt, den du ansprichst, mit dem Return on Ad Spend natürlich auch, beziehungsweise was kannst du überhaupt das wieder reinholen, was du ausgibst? Und da haben wir eigentlich auch so eine Faustregel, dass wir sagen, idealerweise sollte dein Produkt, was du am Ende hast, dieses Funnels, was du verkaufen möchtest, schon einen Wert von 10.000 Euro haben. Kann auch mal ab 6.000 Euro funktionieren, weil man muss natürlich immer berücksichtigen,
Wenn der Preis günstiger ist deines Produktes, dann kaufen die Leute manchmal auch schneller. Aber gerade, ich sag mal, wenn es jetzt ein 6.000-Euro-Produkt ist und da aber trotzdem beim Kauf in der Regel irgendwie viele Entscheider involviert sind, Einkauf und weiß ich nicht was, und dann zieht sich dieser Sales-Prozess und dann gibst du schon erstmal ordentlich Geld aus bei LinkedIn, bis die Leute kaufen. Und dann ist halt die Frage, hast du mehr ausgegeben, als du am Ende reinbekommst? Und deshalb bei 10.000 Euro und mehr ist die Chance sehr groß, dass du dann auch auf einen positiven Return on Ad Spend kommen kannst. Das ist ein sehr guter Punkt. Vielen, vielen Dank. Ich hatte eben auch schon das gegenteilige Problem, dass Kunden mit 2 Millionen Produkten näher gekommen sind. Zum Beispiel Verpackungsroboter. Mhm. Ja. Die sind ein super komplexes Thema. Kannst du ausschließlich über LinkedIn vernünftig ansprechen? Weil ganz ehrlich, wenn mir sowas auf Instagram begegnet, dann frage ich mich auch, warum eigentlich genau? Ich meine, klar, du kannst die Leute retargeten im Privaten, aber da muss ich auch sagen, für mich gibt es auch eine sinnvolle Obergrenze, wo ich dann sage, es wäre vielleicht schlau, wenn du einfach nur ein Lead eingeholt hättest und die ganze Besprechung dieses langen Sales Cycle vielleicht auf E-Mail verlegst. Weil ich muss auch sagen, wie du eben sagtest, da sind 35 Leute involviert, kaufen wir uns einen Verpackungsroboter. Und dann braucht es halt ein Dreivierteljahr, bis sich die entscheiden. Wenn ich ein Dreivierteljahr Ads ausgebe, das kann schon empfindlich werden. Ja. Das finde ich total wichtiger Punkt. Ja, also auf jeden Fall, ich würde auch immer empfehlen, bau dein Haus auf eigenem Grund. Also LinkedIn ist aktuell super gut, super hilfreich, vorausgesetzt, du hast die B2B-Zielgruppe. Aber keiner weiß, wie sich das weiterentwickelt, wie lange es so sein wird, wie lange die Preise so sein werden für die Ads und ja, oder ob man mal gesperrt wird. Also es gibt halt so viele Faktoren, ne? Und deshalb ist immer unsere Empfehlung, nutze diese Plattform, um die richtigen Leute zu finden, aber hol sie auf deinen eigenen Grund, sammel sie in deiner eigenen E-Mail-Liste und daher Lead-Gen machen. Lead-Gen, die Leute in deinen E-Mail-Kontakt, in deinen Zielgruppenbesitz holen und von da aus dann weiter nurturen. Und trotzdem kann man sie gleichzeitig natürlich im Retargeting auch noch weiter bei LinkedIn bespielen und dann aber einfach auch schon tiefer von der Bewusstseinsebene gehen. Vorher arbeitest du mit Triggern oder einfach irgendwie mit dem Mehrwert einer Checkliste, dass sie sagen, hey, brauche ich? Und unten, sie haben deine Checkliste, sie haben Vertrauen aufgebaut, sie kennen dich schon, sie haben das Problembewusstsein aufgebaut und dann kannst du auch mal sagen, hey, schaut mal, wir haben eine Lösung für euer Produkt. Und da kann man zum Beispiel auch sehr schön mit Video-Ads arbeiten, wo man dann einfach mal so ein bisschen gerade bei erklärungsbedürftigen Produkten ein bisschen mehr drauf eingeht und erklärt. Und dann sind die Leute auch schon vorgewärmt und trotzdem parallel dann auch in den E-Mails weiter bespielen. Ne? Diese Kombination, das ist ja nicht ein Entweder-Oder. Ja. Und da im Retargeting wird es dann halt auch günstiger von den Ads, weil du da ja auch gar nicht mehr so viele hast. Und da sind die E-Mails dann super stark. Und da dann auch gerne noch ein Webinar reinsetzen, ne? Im Retargeting. Leute, die schon irgendwie mit den Ads interagiert haben, im B2B funktionieren auch sehr schön Webinare und die funktionieren in der Regel auch noch besser, sie über E-Mail einzuladen als über Ads. Ich finde es ein sehr, sehr schönes Nugget, weil das ist etwas, was viele Unternehmen für sehr teuer Geld herausfinden, weil sie dann irgendwie 35 mal was ansetzen und dann funktioniert es nicht. Sehr cooles Learning. Vielen, vielen Dank. Vor allem auch das mit dem Return on Ad Spend, das ist so eine Sache, die stand jetzt gar nicht auf dem Zettel, kam auch nicht aus der Community, interessiert mich einfach. So, ich glaube, alle, die How-to-Social-Werbung gerne hören, haben inzwischen heute bemerkt, okay, da gibt es noch ganz viele weitere Folgen. Ich will auch gar nicht mehr weiter rein pitchen. Liebe Paula, magst du uns noch ein bisschen was über eure Agentur erzählen, respektive wo wir euch finden, wenn wir mit euch in Kontakt treten wollen? Ja, sehr gerne. Also ich glaube, ich habe es noch gar nicht gesagt, die Agentur heißt X-Hauer und wir sind natürlich auf LinkedIn zu finden. Ansonsten natürlich auch immer gerne xhauer.com oder auch gerne auf unserem YouTube-Kanal, wo wir ganz viele LinkedIn-Tipps zu organisch und zu Ads geben. Michael Asshauer, mein Partner, der hat da seinen YouTube-X-Hauer-Account und da erzählen wir immer ganz viel tolle Sachen zu LinkedIn-Ads. Das war auch unsere erste Recherchequelle, wo ich gesagt habe, wow, wirkt gut auf Kamera, kann sprechen, kann ich mir absolut vorstellen für den How-to-Social-Werbung-Podcast. Wir möchten natürlich, dass alle immer gerne zuhören.